Servus, liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Production Line. Ja, wir haben hier beim letzten Mal schon richtig viel gemacht und wollen natürlich jetzt gucken, ob wir noch das ein oder andere ein bisschen optimieren können. Ihr seht hier selber, das ist momentan hier bei der Türmontage der Bereich, der eigentlich am längsten dauert. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir eventuell diesen Türmontagebereich verbessern können. Was haben wir hier? Elektrische und Computer, Elektrik montieren. Okay, das müssen wir mal schauen. Aber wir wollen jetzt erstmal in die Türmontage. Das ist das noch Chassis? Ich weiß gar nicht. Ist das noch Chassismontage oder ist das schon Zubehör? Wo sind die Türen? Achsen montieren, Tank montieren. Karosserie, Türen montieren. Ja, Türenmontage ist eigentlich eine eigene Produktion. Ist natürlich jetzt die Frage. Wir sind hier schon eigentlich mit Hochdruck dran, ne? Aber das ist der Bereich, der wirklich am längsten dauert. Das ist sehr, sehr blöd. So, was haben wir hier? Grundierung trocknen. Da haben wir zwei. Moment, da ist doch irgendwas komisch. Achso, das ist ja auf der Rückspur erst mit dem Lack. Genau, hier fahren wir ja außen rum. Also die Türmontage, die braucht im Moment am längsten. Das ist ungünstig. Das ist sehr ungünstig. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen was versuchen zu optimieren. Wir gucken mal, wie groß ist die Türmontage. Die ist natürlich schon ziemlich, ne? Die ist schon ziemlich. Da kriegen wir auch so auf die Schnelle nichts unter. Ansonsten wäre die Überlegung, das so zu machen. Aber da passen wir auch nicht rein. Das ist doof. Das ist ein bisschen blöd. Wir brauchen irgendwie andere Möglichkeiten. Wir müssen gerade mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie es bei den Krediten aussieht. Da müssen wir auch noch einiges zurückzahlen. Dann heben wir uns das lieber noch eine Sekunde auf. Von den Autos her, denke ich mal, sieht das gut aus. So, alle Slots upgraden. Modelle bearbeiten. Auf alle anwenden. So, gut, Option anwenden. So, dann haben wir das jetzt ab sofort auch drin. Wir müssen mal gerade gucken von den Preisen. Wir machen ganz gut Gewinn. Können vielleicht sogar noch eine Stufe hochgehen, weil wir verkaufen eigentlich schon ganz gut Autos. Aber das mit der Türmontage, da muss ich echt noch überlegen, wie wir das vielleicht ein bisschen besser hinkriegen. Oder wir nehmen die dort weg, die Türmontage. Würden... Was ist denn, wenn wir die Türmontage hier hinsetzen? Eine da. Und eine... Ja, das ist zu schmal. Das ist zu schmal. Oder wir müssten hier noch ein Stückchen nach drüben gehen. Ja, die Türmontage, das stört mich schon noch ein bisschen. Dass das im Moment noch so ein bisschen schleppend läuft. Das müssen wir irgendwie ändern. Das müssen wir irgendwie ändern. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir eventuell... Oh, wir verkaufen keine Autos mehr. War doch vielleicht zu gut gemeint. So, dann setzen wir den Preis ein bisschen runter. Ja. Wir haben jetzt auch nicht viel Platz, viel Geld zum Umbauen. Deswegen, dann warten wir lieber erstmal damit noch ein bisschen ab. Mal gucken gerade, Forschung, ja, da läuft eine ganze Menge. Das ist okay. Da brauchen wir uns erstmal um nichts kümmern. Wir brauchen jetzt eigentlich hauptsächlich erstmal Kohle. Wie immer, ne? Wie immer. So, kein Platz beim Nachfolger. Wartet auf Ressourcen, Sitzmontage. Warum funktioniert das da nicht? Nur lokal. Ja, vielleicht müssen wir dann noch eine Sitzproduktion bauen. Aber wir haben doch eine Sitzproduktion schon, oder? Hupe, Bremse. Wo haben wir die Sitze? Wo bauen wir die Sitze? Sitzfertigen, da. Aber irgendwie kommt die Sitzfertigung nicht hinterher. Was können wir da machen? Geschwindigkeiten, genau. Das ist aber noch nicht erforscht. Das heißt, wir müssen gucken. Diese Forschung, Sitze aus Nappa-Leder-Produktion. Sitzproduktion müssen wir... Ist bereits erforscht. Okay.
Das ist okay, dann müssen wir den vielleicht doch jetzt erstmal erforschen. Machen wir die zuerst. Dass wir erstmal die Sitze aus Nappa-Leder machen, weil die Geschwindigkeit wird dadurch um 34 Sekunden erhöht. Das packen wir zur Warteschlange mit dazu, damit wir dort ja schnellstmöglich uns ein bisschen verbessern können. Und der frühe Bestandsverbrauch, wo haben wir den eigentlich? Ich glaube, den setzen wir als nächstes rein. Haben wir da schon was geforscht oder noch nicht? Ich weiß es gar nicht. Aber das werden wir als nächstes auf alle Fälle umsetzen, dass wir da erstmal wieder ein bisschen vorankommen, ne? Wir müssen gucken, dass wir hier mit der Produktion relativ zeitnah hinkommen. Ja, das sieht ansonsten gut aus. Und dann, wie gesagt, haben wir noch das Problem mit der Türmontage. Die Türmontage kostet eigentlich nur paar 30. Aber dafür verkaufen wir auch die Autos noch nicht schnell genug. Wir müssten eigentlich die Autos noch ein bisschen schneller verkaufen können. Ich gehe nochmal um einen Punkt runter. So, ich glaube, wir haben hier aber jetzt soweit alles drin. Was ist bei denen? Die Abgasuntersuchung fehlt, okay. Abgasuntersuchung, das ist die Nachbesserung, Mängelbeseitigung. Export, Abgasuntersuchung war bei der Qualitätskontrolle, ne? So, die Qualitätskontrolle ist hier. So, der hat Mängel, die sollen jetzt eigentlich beseitigt werden, hoffe ich. Bim, bim, bim. Oder wir müssen dann die drei nochmal aufbauen. Visuell, Funktion und Abgasuntersuchung haben wir aber noch nicht erforscht. Also von daher können wir da im Moment erstmal noch nichts machen. So, schauen wir mal bei den Sitzen. Bei den Türen sieht es gut aus. Das geht langsam voran. Wartet auf Ressourcen. Das ist echt doof. Die Sitzmontage kommt nicht in die Puschen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und die Autos verkaufen sich irgendwie so ganz langsam. Aber das ist okay. Hauptsache, wir verdienen Geld. Von den Krediten stündliche Zinsen, stündliche Kapitalrückzahlung. Ah, wir zahlen das stündlich zurück. Das ist gut. Ich dachte immer so einmal am Tag, aber wenn wir das stündlich machen, ist das natürlich besser. Dann kriegen wir da wenigstens so ein bisschen was runter. So, hier haben wir frühzeitig begleichen. Ach so, das ist der noch offene Betrag. Ursprünglich aufgenommen sind die Beträge. Okay, dann verstehe ich. Dann verstehe ich das gut. Ich will jetzt nochmal gerade gucken, wie das ist, wenn wir auf die nächste Stunde gehen. Im Moment kriegen wir ja ein bisschen Geld rein. So, wir sind bei 7,88 und 9,75. 7,88 und 9,75. Jawohl, da geht es ein bisschen runter. Das ist schon mal gut. Dann können wir zumindest da unsere Kredite nach und nach tilgen. Einen hätten wir jetzt noch, den wir machen können, aber ich möchte ja natürlich, wenn es geht, keine weiteren Kredite mehr aufnehmen. Das ist ja immer so unsere, sagen wir mal, letzte Möglichkeit, dann noch ein bisschen was zu machen. Also wir haben hier einige Baustellen. Einmal Türenmontage und dann die Sitzproduktion müsste optimiert werden. Da müssen wir warten, bis hier die Forschung fertig ist. Dann geht das um 34 Sekunden schneller. Das ist schon mal, denke ich, nicht schlecht, denn im Moment dauert das 8 Minuten 57. Das ist eine ganze Menge. Das ist richtig, richtig viel. Ich hatte ja auch schon überlegt, eventuell hier noch zusätzlich ein Land zu kaufen. Das kostet pro Stunde aber 2000 Euro. Ja, also wir haben auch noch ein bisschen Platz, um noch die ein oder andere Produktion hier reinzubringen. Das geht. Aber jetzt geht es einigermaßen voran, ne? Also klar, hier der Bereich, der zieht sich natürlich. Die Lackierung haben wir gut gemacht. Also wir müssten eigentlich schauen, dass wir zweimal die Türmontage hinkriegen. Dann hätten wir da, glaube ich, schon mal einen kleinen Vorteil. Dann würden wir schneller durchkommen. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, wie sieht es eigentlich aus mit den. Muss ich mal gerade gucken, wo sehen wir das? Quadratmeter Geschwindigkeit, Mängel pro Stunde einer. Das, ja, geht noch. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo konnte ich das sehen? Wo konnte ich das sehen? Hier. Kosten der Komponenten. Das sind nur die Importkosten. Fixkosten, da ist auch der Energiebedarf. Das ist eigentlich relativ
relativ günstig oder relativ gut. Aber wir müssen noch da immer gucken, dass wir vielleicht noch ein bisschen mit dem Strom runterkommen. Hier unten sehe ich dauernd irgendwelche Mängel, aber anscheinend werden die wohl dann, so wie es aussieht, nach und nach behoben. Das sieht gut aus. So, Türverkleidung montieren. Was? Da ist die Türverkleidung nicht montiert? Alter. Das ist ja nicht so toll, ne? Das ist jetzt gar nicht so gut. So, und hier staut sich es jetzt, weil die Sitze nicht nachkommen. Die Sitze, die Sitze, die Sitze. Wir ziehen mal die Forschung ein bisschen schneller durch. Weil dann können wir hier die Sitzproduktion um 34 Sekunden beschleunigen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so viel ausmacht, aber ich hoffe, dass wir da zumindest einen Ticken schneller werden. 0% lokal, 0% lokal. Leder, klar, und Stahl. Stahl habe ich auch schon überlegt, ob wir uns ein Stahlwerk bauen. Aber ich weiß nicht, ob wir damit so viele Kosten sparen können. Wichtig wäre jetzt erstmal hier um 34 Sekunden das Ganze zu beschleunigen. Oh, Umsätze auf der Überholspur. Du hast 10 Millionen Dollar krachend durchbrochen. Na, das ist doch klasse. Das ist sehr schön. Dafür geht unser Geld gerade hier ziemlich in den Keller. Das ist gar nicht gut. Irgendwie verkaufen wir im Moment keine Autos. Wenn nicht, verkaufen wir sie mal so fast zum Selbstkostenpreis. Ist ja nur, damit wir unsere Kohle wieder reinbekommen. Eieiei. So, alle Slots upgraden. So, gut. Okay, jetzt haben wir. Ach, die Zeit dauert jetzt noch länger. Ach, plus 5. Ah, ich dachte, das ging schneller. Oh, nee, dann brauchen wir die Forschung nicht. Dann können wir die eigentlich beenden. Wo haben wir die anderen Sitze? Die Sitze nehmen wir raus. Das bringt uns nichts. Das bringt uns dann gar nichts. Da haben wir ja nichts von. Wenn das länger dauert als vorher, das ist blöd. Oder wir müssen noch eine zweite Sitzproduktion machen. Aber ich glaube, obwohl das staut sich jetzt schon ziemlich, ne? Das staut sich jetzt schon ziemlich. Das ist alles jetzt schon, was hier bei der Sitzproduktion hängt, weil da keine Ressourcen kommen. Oder wir müssen einfach 94% lokal. Ich glaube, wir machen vielleicht erstmal bevorzugt. Das heißt, wir gucken noch, was kostet uns eine Sitzproduktion? Sitze montieren, Sitze fertigen, würde 48.000 kosten. Ich glaube, das können wir nochmal investieren. Wo ist die groß? Ist das das Ding? Hä? Sitz fertigen? Moment, das muss ich jetzt erstmal gucken hier. Ach so, das ist ja klar, das geht ja hier so rum. Das ist schon groß, das Teil. Verfluchte Hacke. Ist das riesig? Können wir da hinstellen? Würde relativ nah sein. Wir würden nicht viel Platz verlieren. Das machen wir. So, dann einmal hier reingucken. Aufwertung neu. Alle kaufen. Jawohl. So, dann sind wir da soweit durch. Leder, Nappa-Leder, nur lokal. Nein, Leder können wir noch nicht lokal produzieren. Achso, bevorzugte lokal, genau. Ja, das machen wir dann vielleicht doch so. Genau, jetzt kriegen sie auch hier schon ein klein bisschen nach und nach rein. Dann können wir hier nämlich dann den einen oder den anderen Sitz entsprechend schon mal weiter fertigen, genau. Dann haben wir zwei Sitzproduktionen. Ich denke, das ist der bessere Weg. Ah, muss mich nochmal gerade wieder gerade hinsetzen. So, denn mit zwei Sitzproduktionen können wir das schon mal ein bisschen entzerren und das für, sagen wir mal, relativ kleines Geld. So, und in der nächsten Folge müssen wir dann gucken, wie wir das Thema mit den Türen hier hinkriegen, obwohl es geht. Jetzt löst sich es doch wieder ein bisschen auf. Wir haben zwar noch ein bisschen was in der Warteschlange, aber es geht. So, und unsere Autos sind anscheinend ja viel zu günstig. So, wir gehen mal in die Mittelklasse, wieder auf 1300. Und dann gucken wir vielleicht, ob wir doch nochmal irgendwie ein Kraftwerk bauen oder so. Erweiterte Fertigung, das kommen wir später dazu. Kraftwerk 30.000. 30.000, 30.000. Dann hätten wir aber fast kein Geld mehr. Aber so ein Kraftwerk wäre noch gut. Dann könnten wir noch ein paar Kosten einsparen. Dann könnten wir noch ein paar Kosten einsparen. So, die Autos gehen hier weg wie warme Semmeln, ne? Wir haben kein Auto im Showroom.
kein einziges Auto im Verkaufsraum. Also können wir doch den Preis eigentlich ruhig noch ein bisschen höher setzen, dass wir wieder ein bisschen Gewinn machen. Wir gehen mal auf die Mittelklasse. So, dann machen wir 8000 Gewinn pro Auto. Das ist, denke ich, nicht schlecht. Wo hängt's? Oh, da geht's irgendwie nicht weiter. Was ist hier los? Ach, wartet auf Ressourcen. Och, nö. Der wartet auf Ressourcen. Jetzt ist der Sitz auf einmal das Problem hier. Alles steht. Wegen Sitzen. Oh, warum? Da läuft Sitz. Da läuft... Ach, der wartet auch noch auf Ressourcen. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Dann müssen wir hier vielleicht doch nochmal die Einfuhren variieren und sagen bevorzugt lokal. Denn wir kommen gerade schon wieder ins Minus. Oi, wir kriegen gerade schon wieder Probleme mit dem Geld. Ja, ja. Nehmen wir den Kredit nochmal auf. Jetzt müssen wir aber gucken hier. Dann werden wir erstmal einmal hier unsere Sitze vorarbeiten. So, dann gehen wir bei Einfuhren wieder auf nur lokal. Dass wir aber erstmal hier voll sind. Dann können jetzt die Sitze gemütlich nachproduziert werden. Uiuiui. Ui, ui. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Wir brauchen mehr Sitze. Die Sitzproduktion, die ist extremst langsam. Das Einzige wäre der frühe Bestandsverbrauch. Ich glaube, damit könnten wir es noch ein bisschen verbessern. Und der wird als nächstes erforscht. Gut, dann machen wir den als nächstes, jawohl. Das ist nicht ohne. So, und Kredit sieht natürlich jetzt übel aus. Oh, wir könnten sogar jetzt nochmal einen aufnehmen. Aber jetzt will ich auch erstmal abzahlen. So, was haben wir hier für Zinsen? 21,29%. Aber eine Strafe müssen wir dafür auch bezahlen. Das ist nicht so toll. Aber ich glaube, wir heben uns das jetzt erstmal auf. Damit wir erstmal hier die Produktion ein bisschen ankurbeln können. Das mit den Sitzen geht schon wieder nach unten. Also zwei Sitzproduktionen reichen uns nicht aus. Das wird nicht ausreichen. Wir brauchen noch eine Sitzproduktion. Wir benötigen noch eine Produktion für Sitze. So, die kostet 48. Dann setzen wir noch eine Produktion dazu. Ich überlege nur gerade, wo wir die am besten platzieren. Das sieht gut aus. So, und dann müssen wir noch einen Ressourcenförderer anbinden. Vielleicht können wir mal gerade gucken, wir da vielleicht noch so ein Band drüber ziehen. So, das müsste gehen. So, jetzt haben wir wenigstens drei Produktionen, weil eine Sitzproduktion braucht 9 Minuten und die brauchen den Sitz alle... Wo ist es da? Ne, Fahrzeugdetails war falsch. Windschutzscheibe Sitz montieren. Alle 2,33. So können wir aber zumindest alle 3 Minuten einen Sitz herstellen. Ich denke, das ist besser. Ich denke, das ist besser. Und so kriegen wir zumindest vielleicht die Sitze ein bisschen zügiger ran. So, hier sind wir natürlich Windschutzscheibe und so weiter voll ausgefüllt. Sitzfertigen. Du hast keinen Platz beim Nachfolger. Wieso? Kein Exportraum? Wieso kein Exportraum? Die warten auf Ressourcen. Was ist da faul? Haben wir da keinen Ressourcenförderer? Doch, haben wir eigentlich angebaut. Wieso funktioniert das dann nicht? Einfuhren nur lokal. Das ist aber seltsam. Ach so, das sind die Ledersitze. Diese Leder-Napper-Schrott-Dings da. Da haben wir anscheinend die Modelle noch nicht alle umgestellt. Okay, dann ist der schon auf der neuen Produktion, der auch. Das heißt, dann ist ja klar, dass uns die Sitze fehlen, ne? Dann ist klar, dass uns die Sitze fehlen. Kann man das hier einstellen, welchen Sitz wir produzieren? Der produziert jetzt schon Napa. Jo, alle Slots upgraden. Modelle bearbeiten. Enthalten. Auf alle anwenden. Option anwenden. Gut. Aufwertung. Was haben wir hier noch? Ah, kaufen. In der Sitzfertigung. So, jetzt müssen wir in der Sitzmontage gucken. Gibt es da auch eine Aufwertung? Zusätzliche Roboter, beheizte elektrische Lederausstattung. Da sind wir noch nicht so weit. Ich glaube, da muss jetzt erstmal die ganze Reihe hier durchrattern, weil die produzieren jetzt alle nur die neuen Sitze. Das ist doof.
Dann müssen wir dem erstmal ein paar neue Sitze schicken, zumindest bis die Produktionslinie durch ist. Das wird das Problem sein, warum es hier nicht vorangeht. Ich denke mal, das ist die Schwierigkeit. Da müssen wir erstmal jetzt losrattern. Ich glaube, das ist das Problem. So, was ist das? Bremse fertigen, die ist voll. Ich denke mal, das dürfte jetzt auch ein bisschen zügiger laufen. So, jetzt haben wir 13 Autos hier drin. Keiner kauft die. So, gehen wir mal auf, sagen wir mal, 5000 Gewinn pro Auto. Das sollte, denke ich mal, dann besser laufen, dass wir ein paar Autos loskriegen. Ja, das ist klar natürlich, ne? Wenn wir hier nur die Ledersitze produzieren, dann wird das natürlich nichts. Das ist klar. Aber so geht es jetzt voran. Ja, die Linie löst sich langsam auf. So, Türmontage bei den Rohkarossen geht eigentlich auch. Ist es klar, ist ein langer Weg. Aber es sieht eigentlich ganz vernünftig aus. Aber hier, wenn wir hier noch eine zweite Türmontage einsetzen, wäre natürlich nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob wir hier noch irgendein Upgrade machen könnten. Wassergekühltes Schweißen. Geschwindigkeit plus 5%, zusätzliche Roboter. Geschwindigkeit plus 5% auch nochmal. Zusätzliche Roboter 3. Das wäre natürlich nochmal eine super Investition. Wassergekühltes Schweißen würde entsprechend auch arbeiten. Und ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich schon eine eigene Türproduktion? Ich glaube nein, gell? Ich glaube, die haben wir noch gar nicht. Eigene Türproduktion haben wir, glaube ich, noch nicht. Oder? Bevorzugt lokal. Außenspiegel, Scheibe und Türverkleidung. Da müssten wir auch nochmal gucken, dass wir hier eventuell das ein oder andere noch in die Produktion mit aufnehmen, um Kosten zu sparen. Gucken wir mal. Nee, dann machen wir die nächste Folge. Das machen wir in der nächsten Folge. Für heute sage ich erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.